Frau Landesstatthalterin, es hat ja letzte Woche wurden Zahlen zu den Corona-Tests in den Schulen veröffentlicht. Da hat es geheißen, es gibt eine Positivrate von nur 1,08%. Wie valide sind denn diese Zahlen? Weil wenn man sich jetzt mal zumindest selber umschaut, dann denkt man, da sind viele Kinder in den Schulen ständig positiv. Ist das nur eine subjektive Wahrnehmung oder kann man sich auf die Zahlen, die Sie da haben, wirklich verlassen oder war das nur ein Sample? Auf diese Zahlen kann man sich sehr gut verlassen, und zwar einfach deshalb, weil die Schulen nach wie vor durchtesten, also screenen. Wir bekommen hier wirklich einen ausgezeichneten Überblick und einen Einblick, was das Infektionsgeschehen im Moment an den Schulen macht. Und ich sage gleich dazu, nicht nur an den Schulen, sondern natürlich in der Gesamtgesellschaft. Das, was wir an der Schule feststellen, ist immer ungefähr das, was auch in der gesamten Bevölkerung stattfindet, weil in der Schule selbst kommen ja einfach die Kinder zusammen und die bringen das auch irgendwo her, aus der Familie, aus der Freizeit. Also in der Schule haben wir wirklich einen sehr guten Überblick und wir stellen fest, dass Gott sei Dank die Zahlen stagnieren bzw. auch zurückgehen. Mhm. Haben wir in Vorarlberg eine andere Situation wie in Restösterreich? Wenn ich jetzt zum Beispiel den Landeshauptmann Stelzer hernehme, der ja am Samstag in der Ö1-Sendung im Journal zu Gast die Wiedereinführung der Masken an Schulen oder sich dafür ausgesprochen hat, weil er davon ausgeht oder sagt, dass die Zahlen explodieren. Also es scheint in dem Fall in Vorarlberg, haben wir da eine andere Situation wie in Restösterreich? Nein, ich glaube, wir haben dieselbe Situation. Aber natürlich, Masken sind immer ein probates Mittel, um Infektionsketten zu brechen. Das haben wir alle innerhalb der Pandemie in dieser langen Zeit jetzt gelernt. Nur in der Schule sind sie nicht nur mit Maske unterwegs, bis sie am Sitzplatz sitzen. Also im Grunde so wie in der Gastronomie ist die gleiche Regelung. Wenn ich am Sitzplatz bin, kann ich die Maske abgeben. Wenn ich hinausgehe wieder aus dem Klassenraum, muss ich sie wieder anziehen. Ganz gleich wie in der Gastronomie. Nur wir testen in der Schule tatsächlich auch noch. In keinem Betrieb gibt es jetzt zum Beispiel einen Zutrittstest. Das heißt, die Schule ist tatsächlich ein immer noch sicherer Ort oder besser ein besser kontrollierter Ort als in der Gesamtbevölkerung. Deshalb glaube ich, wir haben keine Notwendigkeit an der Schule jetzt eine Regelung zu verschärfen. Wie gesagt, wir sind konstant sehr streng und sehr sicher unterwegs. Ich glaube nicht, dass bei uns das jetzt einen Sinn machen würde. Sagen uns die Zahlen auch eigentlich, dass wir die Maßnahmen an den Schulen in dem Fall sogar etwas zurückfahren könnten oder sollten? Viele Eltern wünschen sich das. Viele Eltern wünschen, dass sich die Kinder nicht mehr testen lassen müssen zum Beispiel. Nach wie vor testen wir ja dreimal pro Woche in der Schule. Ich verstehe diesen Wunsch, aber noch ist es so, dass wir dieses Testregime aufrechterhalten. Das Ministerium signalisiert allerdings, dass wir das einmal bis Ostern so handhaben und dass dann eventuell nach Ostern auch ein neues Regime Platz greifen kann. Und dann gehe ich davon aus, sollten sich die Zahlen so entwickeln, nämlich zurückgehen und die Situation sich insgesamt entspannen, dass wir dann auch mit den Testungen an der Schule deutlich zurückfahren können.